Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Greencast. Ich bin Paddy und wir öffnen heute die neue Pokémon Go Trainer Box. Ich bin sehr gespannt auf dieses Video und was hier drin ist. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Oh, bis gleich! Hoho. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir öffnen heute die Pokémon Go Elite Trainer Box und zwar auf Deutsch. Wir losen auch die zwei Booster aus, die ich im vorletzten Video, glaube ich, verlost habe. Da sollten ja zwei Gewinner entstehen. Das sind zwei englische Pokémon Go Booster. Da werde ich eins zum Anfang auslosen oder einen Gewinner zum Anfang auslosen und einen zweiten Gewinner dann zum Schluss, also am Ende des Videos. Also bleibt dran, ne? Da könnt ihr nämlich was gewinnen. So, und wir öffnen jetzt die Elite Trainer Box. Des Weiteren werde ich auf jeden Fall auch noch einen Boxbreak machen. Zu verborgener Ursprung. Da wird natürlich auch was kommen. So, uns interessieren jetzt vorwiegend nur die Booster, die Promo und so weiter. Gucken wir uns auch natürlich einmal an. Die ist sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Und das Gute ist, dass diese Promokarte auch nicht allzu teuer ist und die Sachen mal wieder verfügbar sind von allen Sets. Das freut mich. Und ja, dann haben wir noch dieses schöne Heft hier, was ich immer ganz interessant finde und auch nett finde, weil dort für Sammler ist dort immer direkt eine Liste bei zum Abhaken für Karten, die einem noch fehlen. Gut, so, bevor wir anfangen, werden wir erst einmal den ersten Gewinner auslosen. Und zwar werde ich einmal die Szene switchen. Da haben wir das Video, wo ich das verlost habe oder wo ich... Naja, wo ihr kommentieren musstet mit Hashtag Pokémon Go und beantworten musstet, welches eure Lieblingskarte oder welches euer Lieblingshit aus diesem Video ist. So, hier haben wir denn diesen random YouTube Comment Picker. Da packe ich jetzt die URL rein. Dann doppelte Gedöns hier filtern. Based on a specific text. Ja, machen wir. Und zwar war das Hashtag Pokémon Go. Ich hoffe, das Groß- und Kleinschreibung ist egal in dem Moment. So. Blub, blub, blub. Show random names. What? Was ist denn das jetzt hier? Okay. Wie dem auch sei, wir haben 17 Leute, die daran teilgenommen haben. Vielen Dank schon mal dafür. Ich wünsche euch allen viel Glück und wir ziehen einfach den ersten Gewinner. Und der erste Gewinner ist Noah Lehmann. Herzlichen Glückwunsch. Auch, glaube ich, zum ersten Mal mit dabei. Er hat geschrieben, ich kann mich nicht zwischen Letterking und Kukuwa entscheiden, weil ich beide sehr mag. Mach weiter so gute Videos. Vielen Dank für deinen Kommentar. Herzlichen Glückwunsch an eins dieser Booster. Du musst mich einmal anschreiben bei Instagram vor allem. Oder wir können gerne bei Instagram, wenn du Instagram hast, kannst du mir dort nochmal schreiben. Ansonsten schreib nochmal unter deinen Kommentar. Und dann werde ich dir das Booster zusenden. So, wir machen jetzt weiter mit den Boostern und da gehen wir auch ein bisschen schneller durch und dann losen wir noch den zweiten Gewinner aus. So. Also das erste Booster ist schon mal weg. Das ist verlost. So, und jetzt gehen wir in die deutschen Booster rein und gucken, was bei uns noch drin ist. Also mir fehlen auf jeden Fall noch einige Hits. Ich glaube, ich habe alle Shinies, soweit ich weiß. Müsste, ja, doch. Dieser Floor haben wir nämlich auch gezogen aus der Evoli-Box. Und ja, deswegen schon wieder eine Weile her, lange nichts geöffnet. Ambidiffel in Reverse und Pikachu in Holo. Pikachu. Sehr schöne Holo-Karte, gefällt mir. Aber ja, nichts Neues. So, die Codekarten kann ich euch auch geben, die brauche ich nicht. Bitte sehr, viel Spaß damit. Nächstes Booster. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr oder wie eure Meinung zu dem Set ist. Fandet ihr das Set gut? Fandet ihr es schlecht? Hat euch das Set Spaß gemacht? Freut ihr euch auf Verborgener Ursprung? Ist er jetzt released worden? Pupita in Reverse und Felinara. Weg mit der Energiekarte. Wieder nix. Ja, das Set an sich gefällt mir schon ziemlich gut. Ich mag diese kleinen Sets, weil, wie gesagt, als Sammler ist es dort angenehmer, solche Sets zu vervollständigen. Auch wenn wir jetzt noch nicht wirklich viel haben. Also mir fehlen auf jeden Fall einige Rainbow-Karten noch.
Da muss ich noch mal ran. Aber vielleicht haben wir ja in diesem Video Glück. Eilbrutmaschine in Reverse und Hytera. Okay, das was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Bei diesem Set ist ja immer entweder Hot, Top oder Flop. So, ne? Ich habe auch bei Verborgener Ursprung, da bin ich sehr gespannt, weil ich mich noch nicht hab spoilern lassen. Also ich kenne natürlich einige Hits, weil die in. Hallo, können Sie bitte, Sir, danke. Glurak, okay. Glurak haben wir auch schon, aber ist zumindest eine Karte, die man vertauschen kann oder verlosen kann oder wie dem auch sei. Aber ja, bisher noch nichts Besseres als eine Holo-Karte, ne? Und Holo-Karten sind garantiert. Von daher bisher Essig, ne? So, was wollte ich sagen? Ach so, ja, bei Verborgener Ursprung ist auf jeden Fall ganz gut, dass ich mich noch nicht spoilern hab lassen, denn das macht das Set umso attraktiver. Und das Coole ist, dass. Ja, weiß ich nicht. Also, ich kenne die Karten halt noch nicht. Ne? Das ist das Geile. So, dann macht das viel mehr Spaß. Deswegen spoilere ich mich auch ungern bei neuen Pokémon-Spielen, weil das macht das Spielen an sich viel interessanter. Ne? Weil man einfach so unvoreingenommen an das Ganze rangeht und überrascht werden kann. So, Dusugur, Kabador, Meltan, Evoli, Pikachu, Kamaup, Kandito und noch ein Hytera. Was ist denn das für ein scheiß Top-Trainer-Box bis jetzt? Muss man jetzt mal, kann man, also jetzt müssen die letzten vier Booster aber ordentlich reinböllern. Sonst ist aber Essig. Dann ist wirklich voller in Not hier. Viertletztes Booster. Code gehen an euch. So, was haben wir? Meltan, Evoli, Pikachu, Shiggy, Weberak, Zapdos in Reverse und Later King. Ja, immerhin eine V-Karte. Immerhin haben wir schon mal, ne, also wieder eine Karte, die ich, ja, die mir nicht fehlt. Aber ja, bisher war die Box noch nicht so der Burner. So, wieder Code an euch. Ich glaube, bevor wir das letzte Booster machen, werde ich das zweite Booster verlosen. Onix, Glumanda, Bidita, Reißlaus, Navitaub, Lapras in Holo und eine Vista-Karte! Vorletztes Booster. Also bisher ist die Top-Trainer-Box wirklich ein Anwärter auf die schlechteste Top-Trainer-Box. So, Code. Dann haben wir Bidita, Glumanda, Reißlaus, Dusugur, Kabador. Das nicht wahr, ne? Das nicht wahr! Dann kommt der hier wieder um die Ecke. Die zwei Starter, Visaflor und strahlendes Glurak haben wir hier. Ich wollte noch sagen, das gibt's doch nicht. Das kann jetzt nur noch mit so einer Karte rausgerissen werden. Und Tatsache. Dann will ich nichts gesagt haben. Ich würde sagen, wir switchen einmal rüber die Szene und verlosen das zweite Booster. Noah Lehmann, herzlichen Glückwunsch nochmal. Du warst der erste Gewinner vom ersten Booster. Und ne, wie gesagt, schreib mich an auf Instagram. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann pick another winner für den zweiten Gewinner. Ich los aus, Trommelwirbel und los geht's. Herzlichen Glückwunsch, P-Punkt. Ja, P-Punkt ist ein bisschen, weiß ich nicht so aussagekräftig. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Leta King ist deine Antwort. Alles erfüllt. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl auf dem Channel. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar und wahrscheinlich auch für dein Abonnement. Und ja, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Schreib mich an auf Instagram oder hier bei den Kommentaren. Und dann müssen wir alles weitere klären, wie ich dir das Booster zukommen lasse. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Weiter mit dem letzten Booster. So, hier sehen wir nochmal die Ausbeute bisher. Und wir haben noch ein Booster, das ist die Top-Trainer-Box. Okay, also ich bin zufrieden, dass es zumindest jetzt ein Glurak noch geworden ist, ein strahlendes. Ne? Nicht, weil ich Glurak so ultra abfeier, aber weil man zumindest, naja, obwohl die Box jetzt nicht so geil war, die Box ein bisschen rausholt. So, Eevee. Warte mal, hä? Warum sind hier? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich bin dumm. Ich bin einfach nur dumm. Ich habe das englische Booster genommen. Boah, was. Gut, dass ich noch Backup habe. Ich habe noch ein zweites. Also ich habe noch englische Booster hier. Dann werde ich davon eins nehmen. Na gut, das war natürlich dämlich. Das schicke ich dann einfach mit. Das, fail. Na gut, dann machen wir jetzt das deutsche Booster noch auf. Oh
Gott, ich habe mich schon gewundert, warum da englische Booster drin sind, aber englische Karten drin sind. Ja, gut. Das passiert halt, wenn man lange nichts öffnet. Gut, Radikal, Navitau, Blavitan, Natu, Ariados und Pikachu. Gut, dann haben wir eben halt nichts mehr. Was soll's? Aber gut. Ja, herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner. Der eine weiß zumindest, was er bekommt. Nein, der kriegt natürlich noch einen Booster, was zu ist auf Englisch. Und der andere, da ist noch, na, weiß man nicht, was drin ist. Naja, wie gesagt, und das sind unsere Hits. So gut, das Bisa Floor legen wir mal zur Seite. Ne, die Holo-Karten ist ja, sind ja garantiert. Aber ja, Leta King, strahlendes Glurak. Ja, schreibt mir mal eure Meinung zu der Top-Trainer-Box. Würde mich interessieren. Ich mache die Abmod und wir sehen uns gleich wieder. Ja, das war die Ausbeute von der Elite-Trainer-Box von Pokémon Go. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der Ausbeute rein. Also ich meine, das strahlende Glurak spricht eigentlich für sich. Ne? Ist natürlich ganz cool. Kann man gut vertauschen. Kann man, ja, oder halt auch, weiß ich nicht, verkaufen, ne? Um halt an die anderen Karten ranzukommen. Deswegen, das ist ganz okay. Aus Sammlerperspektive ist es natürlich essig gewesen, da war keine einzige Karte bei, die mir gefehlt hat. Ein bisschen nervig aus 10 Boostern. Aber gut, nichtsdestotrotz, wir haben die beiden Gewinner für die beiden englischen Booster. Und zwar war das einmal Noah und dann noch einmal P. Herzlichen Glückwunsch, der kriegt das offene Booster plus natürlich noch ein geschlossenes. Ich habe aus Versehen das eine Booster geöffnet. Was soll's? Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die mitgemacht haben. Hoffe, ihr fühlt euch weiterhin wohl hier bei mir. Es wird jetzt demnächst mit verborgener Ursprung losgehen. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier mache, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.